erster Linie wirst du gucken, dass du hier die Regale aufräumst und einräumst und erst in zweiter Linie nach Ladenleben ausschaust. Ja, Mama. Eigentlich wollte ich ja, dass Bernhard im Supermarkt als Detektiv eingestellt wird. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Filialen. Aber das hängt leider wegen seinem Strafprozess von mir. Jetzt ist er eben Mädchen für alles und er macht seine Sache sehr gut. Und die Kunden sind echt begeistert. Guck mal, Frau Maybach, die in ihrem Alter überhaupt noch alleine einkaufen gehen kann, die sieht doch fast nichts mehr. Ja, sonst hätte ich mich ja auch damals nicht bei der Polizei vorfinden können, dass ich könnte. Aber weißt du was, ich mache meinen Job. Hier ist der Frau mit dem Mensch, ne? Ja. Mir macht das Spaß im Supermarkt. Ich verdiene zwar nicht so viel Geld wie als Hausmeister, aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht vom Amt abhängig. Jetzt muss ich mir mit Gitta nur noch eine kleinere Wohnung suchen, die wir auch bezahlen können. Dann ist alles wieder perfekt. Bernhard hat eingesehen, dass er bei seinem Ausflug ins Detektivgewerbe viele Fehler gemacht hat. Er hat seine Fähigkeiten überschätzt und hat sich von einem Auftraggeber zu einer Straftat hinreißen lassen. Der Traum von der Ermittlerkarriere ist nun auf Eis gelegt. Doch der 57-Jährige hofft, dass er irgendwann einen neuen Versuch starten kann. Die 16-jährige Jodie ist sauer auf ihren Vater Steffen. Sie ist knapp bei Kasse und will kein Geld für neue Klamotten locker machen. Du hast den ganzen Schrank voll Klamotten.